Willkommen zurück zu Deus Ex. Da steht jemand. Kann ich den abschießen? Ne. Okay. Dann lade ich gerade nochmal. Genau. Und los geht's. Was immer jetzt. Oh, wow. Stay right there. Ja, okay. Was passiert, wenn ich zum Rand gehe? Da oben. Klingt schmerzhaft. Muss das so? Ah, okay, das war's schon. Success. Come back to the control. Success. Das höre ich gerne. Primärziel erreicht. Ja, was? Überleben ist mein Primärziel. Kein Primärziel, doch. Weiter überleben. Habe ich jetzt eigentlich Schaden gekriegt? Nö, ne? Sieht nicht so aus. Please, complete your business. Ne, da war ich letztes Mal schon. Da war der Hacker, der Nerd von Unatco, der Obernerd. Tracer Town. So, hallo. Du wolltest, dass ich hochkomme? Achso. A simple switch, as they call it. Have you heard from Paul? On his way, according to smuggler in New York. He will be fine. Meanwhile, we still face the likelihood of a triad war here in Hong Kong. Quick and Chen declared a truce just a few minutes ago. A good bit of diplomacy, I admit, but it won't hold. Not with the sword left to be fought over. I think they'll be slow to anger with Maggie Chow out of the picture. No. In their system, the sword is a doomsday weapon, a temptation. We must recover the Raman coding from VersaLife and make it available to both triads. So that's all you expect in the way of a favor? A little corporate espionage? The first of many favors. Remember, I saved your life. Now pay attention. The VersaLife elevator north of the market will require an employee number. Try 06288. Once inside, find Mr. Hundley, the shift supervisor. He can be persuaded to give you access to the labs. Hundley. You will find him receptive. He is the corrupt official who sold the Red Arrow the technology to begin with. I'll find the Raman coding, but I'm not your henchman. I'll help you as long as we have a mutual interest. If you choose to fight Majestic 12, you will need an ally. We will have a mutual interest for some time. In fact, I took the liberty of setting up a computer account for you. Login JC Denton. Password Sanctuary. Feel free to use the machine in my office. Vielen Dank für dieses Konto. Welchen Computer genau kann ich da jetzt nehmen von den vielen? Paul is in the operating theater. Ach, den da. JC Denton. Was? Nein. Denton. Sanctuary. Ah. Alex Jacobson, genau den meinte ich vorhin. Den Obernerd. Der ist das. Er hat mit Tracer gesprochen. Okay. Daedalus, Zeit ist knapp. Unatco ist Teil einer größeren Einheit namens Majestic 12. Okay, ich dachte, das wäre andersrum. Majestic 12 versucht durch Gewalt und Einschüchterung die Macht an sich zu reißen über alles. Und der graue Tod ist wohl angeblich von Majestic 12, sagt Daedalus. Der übrigens auch hier bei so ziemlich allen Computern steht. Und das ist Carter. Das ist der Doc, der bei Unatco geblieben ist. Nee, warte mal, Blitze, den habe ich da auch mit rübergebracht. Nach Hongkong. Nicht? Ich dachte, ich hätte den mitgebracht. Oder nee, Carter. Carter ist der Typ aus der Waffenkammer. Okay, Manelli ist weg. Ja, richtig, der ist wohl tot. Simons hat Manellis Posten übernommen. Okay. Okay, und einige Freunde, die mal für Unatco gearbeitet haben, sind auch verschwunden. Okay. Mal gucken. Unter Freunden spioniert man sich doch auch aus, oder? Mal gucken, was es hier noch so gibt an Benutzerkonten. Außer meinem. Ach, nur meins. Wie nur meins?
Das ist doch nicht mein Computer, das ist doch Tracer Tongs Computer. Ja, das kenne ich schon. Okay. So, Primärziel, ab nach Norden zu Versalife. Versalife ist... Wo ist Versalife? Da ist Versalife. Ach, das ist das große Gebäude über dem Markt. Okay. Und der Aufzug ist im Norden des Markts. Gut, dann muss ich jetzt also zurück zum Markt. Genau, hier kam ich rein. Ich erinnere mich. Also, zurück zum Markt. Und dann im Norden. Ah, das ist der Aufzug beim Lucky Money. Das passiert, wenn man sich aus Versehen zu weit umdreht, während der Ladebildschirm einem nicht anzeigt, was man tut. Das sind nur Betten oder so. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich will jetzt hier nichts groß klauen oder anstellen. Die sind ja quasi meine Freunde. Also zumindest haben sie mich jetzt angeblich vor dem Killswitch gerettet. Ob das stimmt, werde ich in spätestens 12 Stunden erfahren. Noch nichts mehr? Ah, Glücksbringer. Praktisch. Von hier... Nee, brauche ich nichts. Alles gut, alles gut. Was ich gerne hätte, wäre ein Bot, der mir die Energie auflädt. Achso, es ist noch beides ein Weg nach draußen. Da drüben ist doch noch... Genau, da ist doch noch was. Da würde ich mal reinschauen. Ach nö. Hier geht's auch nur nach draußen. Okay. Na dann. Moment. Ich kann bestimmt mit der Tempoerhöhung darüber. Haha. Und jetzt bin ich auf dem heiligen Gebäude von den Buddhisten auf dem Tempel. Nicht, dass es mir irgendwas brächte, aber es funktioniert. Und ich will nach Norden. Genau, was ich meinte, Lucky Money. Da ist ein Aufzug. Das ist zumindest eine Codetafel mit unendlich Resistenz, die man nicht hacken kann. Nur 6288. Nein, das waren 5. 0, 6, 2, 8, 8. Oh, wow. Einmal speichern. Der Tower ist drüber. Ist auch ein Keller? Nein, es gibt keinen Keller. Versalife. Ich hätte gerne eine... ich speichere einfach mal so richtig. Und dann öffne ich die Tür. Okay, der ist freundlich. Guten Tag, die Frau Kamera. If you need help, talk to one of the receptionists. Das heißt, sie finden es jetzt nicht komisch, dass ich hier, den sie nicht kennen, durch die unhackbare Aufzugstür hier reinkomme. Sind wohl nicht gerade die Hellsten hier. Dumm-de-dumm. You do not require a security pass to visit the first 3 levels of offices. Mist. Okay. Das hat hier den Spiegel, kann man wohl nicht kaputt machen. Guten Tag. Welcome to We make tomorrow look like yesterday. How can I help you? I'm looking for Mr. Hundley. He's upstairs making his rounds. Look for a man in a black suit. Thank you. Hab ihn gefunden, ich bin's. Wir lassen das morgen wie gestern aussehen. We're all out of company brochures. Go on up. Das kann man auch so verstehen, If you need help, talk to one of your dass sie für Rückschritt sind. 2 Tools. Nee, dann wollen die bestimmt mich irgendwie angreifen. Ich will es mir hier ja nicht verscherzen. You work to Cyanix? You look like you could have the gift. Was hat er gesagt? Ich hab's gelesen, aber nicht verstanden, was er gesagt hat. Hier kann ich nicht runterfallen. Das ist ja eine geile Aussicht. Doch. Hübsch. Hier würde ich... Ach, da kam ich gerade rein, genau.
ich da hochgelaufen? Okay. Ich muss mich gerade so ein bisschen orientieren hier. Habe ich nicht irgendwie eine Karte von dem Gebäude? Nee, ne? Nee. Ein Alarmknopf. Loyalty. Ganz viele Computer, die einen dazu einladen, sich durchzuhacken. Ein Lüftungsschacht. Den lasse ich mal für Zwergesel. Ich frag mal den Computer, was es hier so Tolles gibt. Ne, hier auch Daedalus. Das ist komisch. Ja, so einen hätte ich gerne. Wöchentliches Mono. Memo. Was war's? Temporärer Sicherheitspass. Was war das gerade? Mist, ich hätte es mir vielleicht merken sollen. Nein! Verdammt. Mal gucken, vielleicht kann ich das Ganze ja wiederholen. Ein Sicherheitspass, oder vielleicht ist er jetzt automatisch in mir gespeichert oder so, keine Ahnung. 6, 5, 1, 2. Ist mein Code. 6, 5, 1, 2. Hier wird es wahrscheinlich überall das Gleiche geben, oder? Oder es gibt genau einen Computer, auf dem was anderes ist. 6512 war der Code. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Ja, 6512. Okay. Auch nur das wöchentliche Memo und 6512. Ich werde jetzt nicht alle durchprobieren, das ist mir zu blöd. Aber 6512 merke ich mir mal. Vielleicht kann ich damit... Ne, hier nicht. Ah! Mr. Hunley, Shift Supervisor. Ah, who might you be? Mr. Hunley. I'm contracting this month. Quite a facility you have here. Thank you. Yes, we're pretty proud of the work we're doing. Any chance I could get a tour of the labs? Oh, no, I'm afraid not. Trade secrets and all that. I'll make it worth your while. To the tune of what? 2,000? Yeah. Sure. Excellent. The elevator code is 6512. I'll make sure the security system is granted. Thanks. My honored guest. Damn it! Nein! Ich gebe dem keine 2000. Wenn ich hier einfach so reinkomme, so. Das kennen wir alles. Das da habe ich mir gemerkt. Genau, hier drüben war ich doch, oder? Oder war ich eins weiter oben? Ich glaube, ich war eins weiter. Ah, da sitzt eine Dame. Sarah Stern. Stay out of the work area. Please address inquiries to my supervisor. Da sitzt auch jemand. I have work to do. Yep, ich auch. Nämlich mir die 6512 ausstellen zu lassen. Und danach dem Mr. Huntley nicht das Geld zu geben. 6512. Hier auch nur wöchentliches Memo. Krieg gegen Krankheit und Armut. Wenn wir unseren Nachbarn nicht helfen, nicht die Opfer bringen, haben wir bereits verloren. Ja. Das Übliche. Wir müssen Opfer bringen und damit die anderen gewinnen. 6512. Komme ich damit hier rein? 6512. Nein. Natürlich nicht. Ich bin ja auch nur temporär zum Fahrstuhl zugelassen. Der wahrscheinlich noch ein bisschen weiter oben sein wird. So much for the schedule, right, mate? The schedule? Yeah, sure. It's swell to miss a day of work, but they bloody hell better push back the delivery. I know I won't be done. They'll understand. At least the super freighter's on our way to America. No more special agents nosing about up here. Special agents? You know, the ones in the suits with gray skin. Eyes tattooed on the backs of their necks. I'd sure like to know what was in those tanks to make them so uptight. Waren das die Roboter von UNATCO, von denen er spricht? Mr. Huntley! Mr. Huntley, Shift Supervisor. I'm contract. Das kennt ihr alles. I'll make... Nein. Never. Ich habe schon den Code und jetzt speichere ich. Die Frage ist nur, wo finde ich den Aufzug? Hier sind wieder ganz viele Computer. Hier ist wieder eine Wasserspende.
Hier ist der Lüftungsschacht. Dann kann man wahrscheinlich irgendwie hochschleichen. Vielleicht auch noch weiter hoch, um den Aufzug zu umgehen. Aber wozu? Nein. 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 Sag mal. Doch. Wozu? Ich meine, nach unten wäre irgendwie dumm, oder? Majestic 12. Entwicklungsprogramm. Pazifische Forschungseinrichtung. Halleluja, wo bin ich denn da gelandet? Das werden wir beim nächsten Mal ausfinden. Tschüss.